Komm her, das ganze Gedärm und so. So. Schnell zum Feuer. Ich glaube, die sind aber abgehauen hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was eine Action. So, erstmal die Loks hier raus. Ach du Scheiße, seht ihr das? Wie die Loks hier drin sitzen, die kriegen wir noch niemals hier raus. Ah. Lokverschwendung. Oh, und die hat sich auch was multipliziert, was die Loks angeht. Guckt euch das mal an, was hier rumliegt. Ah, und ich kann die nicht aufnehmen, oder was? So. Ich kann die nicht aufnehmen, die Loks, die hier rumliegen. Was soll denn der Scheiß? Ich kann die höchstens so wegschieben mit meinem Fuß. Ja, da müssen wir vielleicht neue sammeln. Schade. Sollen wir mal ein Rabbit Cage bauen? Nee, ich gehe jetzt erstmal eben auf Lizardjagd, auf Echsenjagd, weil da vorne habe ich doch gerade einen irgendwo rennen sehen. Außerdem wird es hier gleich dunkel. Was ist mit dir? Ach nee, du bist ein Arm. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Arm und Bein und Arm und Bein. So, Stöcker brauchen wir nicht. Wir brauchen was zu futtern. Wir haben noch ein paar Snacks. Ich glaube, wir haben noch zwei Schokoriegel. Und das reicht dann ein bisschen, um zu überleben. Aber ich würde ganz gerne mir doch direkt so einen Lizard fangen hier. Wo haben wir den gerade gesehen? Wo wir hier vom Wasser gekommen sind und den Log aufgenommen haben, ne? Genau, da sind wir hier von gekommen, so, und dann ist er hier rumgerannt. Was wir aber auch machen können, ist direkt mal hier eine Falle aufstellen eigentlich. Außerdem muss das Feuer natürlich am Brennen bleiben. Und ich würde gerne Blaubeeren finden, damit wir unseren Garten bepflanzen können. Ah, hier kann ich die Loks rausnehmen, alles klar. Aber ich kann die auch nicht wieder hier reinlegen mit C. Oh, warum geht das denn jetzt nicht? Ah, warum geht das denn jetzt nicht? Ja gut, dann bauen wir uns erstmal eine Defensive Wall. Nee, wir bauen uns eine Falle, glaube ich doch eher, ja. Eine Nose Trap. Ne, eine Happy Birthday Trap bauen wir uns. Und zwar so, dass die Spikes natürlich in Richtung Kannibale zeigen. Und dann vielleicht hier hin. So. Damit erstmal alles angeschraubt, was wir haben. Wir haben genügend Steine. Wir brauchen noch zwei Loks, die hier leider zuhauf rumliegen, aber die wir nicht aufnehmen können. Ich verstehe es nicht. Huch. So, dann brauchen wir noch 19 Äste, die hier rumliegen, ja, glücklicherweise. Was müssen wir das Feuer mal wieder anzünden? Ah, ich habe den Lock aufgenommen. Sehr gut. Immerhin einer. Ja, da hört man so schon schreien. Schreit doch euer Lied des Verderbens, des Sterbens. Brennt das Feuer hier überhaupt? Ich glaube, das brennt gar nicht mehr und ich kann es auch gar nicht anzünden. Oh oh. Wir sind hier komplett feuerlos gerade. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Equipple Leiter. Ja, und jetzt bitte einmal anmachen hier. Nein, nicht kaputt hauen. Nur bitte das Feuerzeug anmachen. Und dann bitte das Feuer hier anmachen auch. Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Oder brennst du etwa? Nee, brennt doch nicht. Das ist doch viel zu dunkel. Oh nein. Doch, das können wir wieder anzünden. Sehr schön. Ey, ich glaube, wir haben gerade irgendwie Probleme. Oh nein, es brennt. Alles klar. Ich habe echt gedacht, das Feuer ist aus. Wir essen vielleicht mal eben einen Schokoriegel. Zack. Und trinken auch was. Och nee, das war dumm. Trinken war ja voll. Wir hätten noch einen Schokoriegel essen sollen. Na egal, jetzt brennt es auf jeden Fall hier wieder. Ich hoffe, hier brennt es auch. Sieht so ein bisschen komisch aus. So, dann brauchen wir noch 7 Äste und ein paar Loks. Ah, komm, lass mich dich doch mitnehmen hier. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Nee, wir sollten auch erstmal speichern hier auf Z. Zack. Haben wir gespeichert. Auch wenn ich es nicht weiß, ob das funktioniert. Aber jetzt klappt es zumindest wieder, dass wir unser Feuer anmachen können. Ja, ich würde sagen, da fällen wir direkt mal den Baum hier. Direkt nachdem wir es eingesammelt haben. Und da kommen schon Gegner, da kommen schon Gegner. Man sieht deren Fackeln zum Glück auch gut im Dunkeln. Jetzt bin ich fast schon wieder selber verbrannt hier. So, was machen wir? Equippen mal wieder die. Unseren letzten Molotow-Cocktail. Der wird hier equipped.
So, und da hat's doch gerade geleuchtet, oder nicht? War das nur eine Patrouille, die vorbeigelatscht ist? Oder kommen die hier gleich irgendwo, um mich zu überraschen? Ja, da hinten sind sie. Hier brennt zum Glück noch alles. Wir müssen uns auch echt einen Blättervorrat ansparen, weil ich finde es immer ganz entspannt, wenn man hier dann einfach mal das Feuer auflodern lassen kann. Da weiß man auf jeden Fall, dass es noch brennt. Hier bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Die Steine glühen zwar. Oh, jetzt fängt es aber auch an zu regnen. Schade, die Falle ist noch nicht fertig. Wirklich sicher ist es bei uns auch nicht. Der Lockholder ist leer. Und ob das Speichern klappt, bin ich mir auch nicht so sicher. Dafür haben wir genügend Loks in unserer Butze. Ja, wo sind sie denn? Ich frage mich auch, wann der Molotow-Cocktail in meiner Hand explodiert. Das müsste ja eigentlich so sein. Ist jetzt richtig blöd, hier rauszugehen. Ich will einfach nur den Stock haben hier. Und den. Ne, komm, wir gehen nicht zu weit. Das ist mir zu riskant. Wir bauen die zwei eben dran hier und dann zurück zum Lager. Ja, ja, ja. Sicher ist sicher. Da verkriechen wir uns hier mal eben. Ist gar nicht das Thema. Wir haben Feuer. Wir sind ein bisschen dreckig zwar. Ist das eigentlich Schlamm? Ich glaube, das ist Schlamm, ne? Ja. Sind wir ein bisschen besser getarnt. So, aber die sind doch gerade hier langgelatscht. Sind sie runter zum See gegangen? Wahrscheinlich zu ihrem Lager oder was? Da können wir eigentlich ja weiter axten und bauen und suchen. Und hast du nicht gesehen? Zack, die Axt wieder. Oh, oh, oh! Och, wie blöd ist das denn? Also, wenn man den Molotow-Cocktail in der Hand hat und den dann fallen lässt, explodiert er automatisch, beziehungsweise wenn man was anderes equippt, dann explodiert er. Und das ist natürlich echt blöd, genauso wie diese Loks, die hier in unserem Lager rumliegen, die wir nicht aufnehmen können, leider. Da, das sind bestimmt 4 Loks, die hier einfach rumliegen und die wir nicht kriegen können. Jetzt haben wir irgendwas aufgenommen und ich weiß nicht was. Aber die Loks waren es nicht. Doch, da ist einer, sehr schön. Jetzt muss ich bloß noch hier rauskommen. Jawohl. Zack, können wir den dran bauen und jetzt brauchen wir noch 4 Stocks und natürlich unsere Feuerstelle hier wieder an und natürlich diese auch. Das ist mir doch zu riskant, wenn die aus sind, auch wenn es hier natürlich gerade regnet. So, jetzt holen wir uns noch eben die paar Stöcker, die wir noch brauchen. Ich nehme hier aber mal alles mit, aber mal alles mit. So, 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 wir brauchen noch 2. Ja, da haben wir sie schon. Schnell zurück und dann ist unsere Falle auch fertig, die erste. Hier kommt keine Sau. Bäm! Jetzt bin ich da fast selber durchgelaufen, das ist natürlich auch nicht so klug. Es klang halt so, als wäre jemand hergelatscht. Jetzt hätte jemand Fußspuren verursacht. Aber ich glaube, das war der Regen und ich glaube, wir haben die Falle nicht wirklich klug aufgestellt. Weil die müssten hier komplett durchlaufen. Und wenn wir da durchlaufen, löst die, glaube ich, aus. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wow! Alter, da sind die Beamstrahlen wieder am Start. Ich denke mal, es dürfte sich doch dabei um einen Blitz handeln. Ihr habt's gesehen, da waren sie. Ich bin denen direkt in die Arme gelaufen fast. Hoffentlich kommen sie da durch die Falle. Lauf durch die Falle! Lauf doch durch die Falle! Da ist doch extra eine Falle, die heißt Happy Birthday Falle. Ihr habt doch Geburtstag, ihr müsst doch da durchlaufen. Macht's, tut's, los! Ich will die Falle auslösen sehen. Wir haben keinen Molotow-Cocktail mehr, scheiße. Und auch keinen Schnaps mehr, Klamotten höchstens noch. Könnten ein Bein nach denen werfen. Ja, und das Feuer scheint hier irgendwie aus zu sein, aber ich glaube, es brennt noch. Ja, und die stehen da rum und machen nichts. Es ist ein bisschen verbuggt hier, diese Session, so wie es aussieht. Ja, die Falle ist ausgelöst. Aber es ist keiner gestorben. Was passiert hier? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir müssen das Feuer auch wieder ankriegen. Es brennt echt nur sporadisch, solange es hier regnet. Und ich hätte so gerne jetzt noch einen Molotow-Cocktail. Oh, 5 Leute da oben ist ein Feuertyp. Da, genau, der rennt auf uns zu. Hier müssen wir schön sehen, dass es immer weiter brennt. Ich drücke die ganze Zeit E. Kommt doch, kommt doch. Ja, komm doch, Spasti. Komm, 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 komm. Ich zieh doch das Feuer wieder an. Kannst ruhig reinlaufen. Und wir haben zum ersten Mal gesehen, wie die Falle ausgelöst ist. Sehr schön. Allerdings hat die keinen irgendwie mitgenommen, so wie es aussieht.
Und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, hinter mir sind welche, aber das kann natürlich sein. Schnell das Feuer wieder anzünden. Das war, glaube ich, gar nicht so unknapp. Wieso rennt er hier durch? Ist das Feuer nicht an? Nein, das Feuer ist nicht an. Schnell, 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 schnell. Jawohl, er brennt. Sehr gut, brenne, Spasti. Und du auch, jawohl, jawohl, brenne. Du auch noch, komm, zünd dich an. Los, los, los. Ja, ich muss das Feuer wieder anzünden. Aua, 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 nein, ich glaube, ich sterbe. Hilfe, ich habe Angst, ich habe Angst. Und da sind wir, glaube ich, gleich tot. Wieso ist das Feuer aus? Wieso geht das Feuer nicht an? Ich habe echt keine Ahnung. Und wie viele Schläge brauchen wir, um den zu töten? Er ist jetzt tot. So, zack, schnell das Feuer wieder an. Ist einer hinter uns? Ich hoffe nicht. Ja! Hilfe! Hilfe! Gute Frau, bitte verlassen Sie sofort mein Dach. Gehen Sie da runter. Ich möchte nicht, dass Sie auf meinem Dach stehen. Und warum geht das Feuer immer aus? Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Wo bin ich? Was passiert? Mega der Sprung. Oh, ja, das Spiel ist noch echt leicht verbuggt, würde ich mal sagen, ne? Sind Sie immer noch auf meinem Haus? Ne, Sie sind hinter meinem Haus. Ja, okay, ich kann mich anfreunden, Sie da wohnen zu lassen, wenn Sie ein bisschen Miete zahlen. Also da müssten wir uns schon ein bisschen entgegenkommen. Und das Feuer geht hier in einer Tour aus. In einer Tour bin ich hier nur am Anzünden. Ja, und die Dame hinter mir, die will, glaube ich, auch nicht mehr raus, beziehungsweise kann sie gar nicht mehr. Ist das eine Session? Da ist das Feuer schon wieder aus. So, und da steht noch einer, der leuchtet die Falle an. Und ich kann die Olle ja jetzt nicht die ganze Zeit da hinten lassen, oder? Und wie oft das Feuer hier ausgeht, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Ich meine, es regnet natürlich, aber das hat doch sonst auch länger gebrannt, oder meine ich das nur? So, wir haben das Glück, dass er die ganze Zeit vor der Falle steht, da vorne links, der Leuchter. Und sie hinter uns hier auch nicht wirklich wegkommt. Das heißt, wir können uns die ganze Zeit schön damit beschäftigen, das Feuer hier am Laufen zu halten, bis es Tag wird oder bis der da vorne keinen Bock mehr hat. Dann können wir die hinter uns exekutieren, würde ich einfach mal sagen. Uns ein paar Ärmel einstecken hier, ein paar Arme. Und dann ist auch gut gewesen. Scheiße, dass das Feuer hier immer ausgeht. Gute Frau, was sagen Sie dazu? Haben Sie da drauf gepinkelt oder so? Ich weiß es nicht. Ich versuche auf jeden Fall zurückzulaufen. Oh, da war wieder ein, ich sag mal, Blitz. Ey, und das Feuer geht hier so unmenschlich schnell aus. Ich glaube, das liegt an dem Lock, der hier, zack, den holen wir mal da raus. Vielleicht brennt das Feuer jetzt mal länger. Und wir können auch vielleicht nochmal speichern aus Spaß an der Freude. Mal gucken, was passiert. Es bleibt ziemlich lange schwarz. Jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Angst. Nee, jetzt wird's wieder hell. Und das Feuer ist wieder aus, die Feuerstelle ist weg. Wo ist die Feuerstelle? Da. Hinter uns, die Dame ist weg. Yay, die Dame ist weg, alles klar. Schon mal eine Sorge weniger. Und ich hätte, wie gesagt, wirklich gerne noch einen Molotow-Cocktail, dann könnten wir uns den Typen schon mal vom Hals schaffen. Und weiß Gott, warum hier die ganze Zeit das Feuer ausgeht. Ich glaube, ich muss mal eine neue Feuerstelle hinsetzen. Ja, schon ungemütlich hier, würde ich mal sagen. Aber wir könnten den Kannibalen hier einfach mal zerfleddern, sehr schön. Dann machen wir hier nochmal Feuer. Und dann können wir anfangen, direkt hier ein Effigy zu bauen. Und zwar das große. Boah, ne, das braucht ziemlich viel, ne? Nehmen wir mal das kleine. Und zwar direkt hier hin. So, dann brauchen wir nur noch zwei Köpfe und ein paar Stöcker, glaube ich. Drei, ja. Wieso geht das Feuer hier die ganze Zeit aus? Ich find's zum Kotzen. Wollen wir dich jetzt mal töten, meinst du? Spasti. So, doch mal eben schnell das Feuer wieder an, sonst kommt er hier noch. Und zwar ein bisschen zu nahe. So, und hier ist Arm, Arm, können wir nichts mit anfangen. Da ist aber noch ein Stock. Jawohl, da kommen wir auch hin. So. Du einmal bitte wieder an, jawohl. So, und dann kriegst du hier nochmal einen vom Kopf, würde ich sagen. Dann ist er geil. Obwohl, ich weiß nicht. Oh, jetzt ist er da, glaube ich, durchgeglitscht. Wo ist der? Ist der weg? Der tanzt auf jeden Fall nicht mal rum, aber wir haben einen Kopf gefunden. Das ist sehr gut. Den können wir direkt hier anbringen. Jetzt brauchen wir noch einen. Einen Kopf und einen Ast. Allerdings haben wir doch schon zwei getötet. Wieso brauchen wir denn... Ach, da ist noch einer. Hier ist noch eine Leiche. Na, hallo?
Jawohl. Oh, 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 nein. Oh, 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 das gibt's doch nicht. Sind wir wieder explodiert? Och nein. Och nein, sind wir wieder explodiert und wir bräuchten doch eigentlich was zu essen. Ah, da standen wir zu nah auf der Leiche. Oh. Naja, gut, ich mach mal hier eine kleine Aufnahmepause. Ich muss noch was anderes erledigen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier geht das Feuer gerade eh nicht an. Aber bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Nasen. Tschüss.